im Namen Gottes, Ursprung der Welt, Ziel aller Wege, ewige Gegenwart. Amen. Wenn ich im Urlaub eine alte Kirche besuche, dann setze ich mich oft gar nicht hin, weil es so viel zu sehen und zu entdecken und auch zu fotografieren gibt. Aber manchmal, da übt vielleicht jemand an der Orgel und ich habe noch ein bisschen Zeit und dann setze ich mich doch einen Moment in eine Kirchenbank und werde damit von der Besucherin zur Bewohnerin. Richtig bequem ist so eine Kirchenbank meistens nicht, aber dafür spüre ich um mich all die, die schon vor mir auf diesen Bänken gesessen sind. Ich fühle mich mit ihnen verbunden. Diese Bänke hier, die haben noch etwas, was sie miteinander verbindet und was die Menschen verbindet, die hier sitzen. Von außen sind sie nämlich so etwas wie ein Bilderbuch. Schauen Sie doch mal. Das ganze Vaterunser kann man hier abgehen, sogar abtasten, lernen oder wiederholen. Einmal hin und wieder zurück. Seit 1953, als die Bänke hier in den Raum kamen, hat sich der Wortlaut nur ganz geringfügig verändert. Und der ist vielen zumindest noch von Ferne vertraut. Das Vaterunser, eine sichere Bank, wenn man dieses Gebet kennt. Da kann man sich reinsetzen in die alten Worte, sich aufgehoben fühlen in dem, was schon so viele vor mir gebetet haben. Allein oder gemeinsam mit anderen, laut und kräftig und bewusst oder vielleicht eher mitmurmelnd, Stimmen, die tragen und Stimmen, die sich tragen lassen, die einander dann irgendwann zu einem gemeinsamen Rhythmus finden. Nicht alle Worte und Bilder hier laden mich so richtig zum Verweilen ein. Aber die kann ich hier ja tatsächlich zum längeren Nachdenken mal auf die lange Bank schieben. Aber was mir hier sehr gefällt, das ist, dass das Vaterunser hier in so vielen kleinen Häppchen angeboten wird. Die sollen ja auch 26 Bänke lang reichen. Und dann schmecke ich sie auch alle viel bewusster. Probieren Sie doch auch mal. Heute. Mein Tag. Ich bin da. Hier und jetzt. Ganz gegenwärtig. So wie Gott ganz gegenwärtig ist da, wo wir stärkendes Brot oder stärkende Worte miteinander teilen. Oder komme, das ist ein Ruf oder eine Bitte. Es kann aber auch eine Zusage sein. Komme, das ist eine Zusage, die Gott uns gibt und die Gott hält, darauf
vertraue ich. Meine ganz persönliche Lieblingsbank ist weiter dort hinten. Die heißt Wie im Himmel. Nicht nur, weil ich den Film gern mag, der so heißt, ist das meine Lieblingsbank. Wie im Himmel, da sind Sonne und Sterne abgebildet. Das fühlt sich erhebend an und schwebend und blau. Wie im Himmel. Und da darf ich hier auf Erden schon mal Platz nehmen. Das ist doch einfach wundervoll. Die Bilder hier an den Bänken, die verweisen immer wieder auf den, der uns dieses Gebet geschenkt hat, Jesus Christus. Und er lädt uns ein, mitzubeten. Wenn ich das tue mit Kindergarten oder mit Schulkindern, dann verbinden wir dieses Gebet immer mit unseren Gesten. Das möchte ich jetzt auch gern tun und ich lade Sie ein, mitzumachen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ausgang und am Eingang dieses Gebetes stehe ich zwischen zwei Engeln, Michael und Gabriel, Symbole für Gottes gute Mächte, die uns bergen. Und wie schön mit den beiden an der Seite ihnen den Segen zusprechen zu dürfen. Gott geleite dich. Gott führe dich zu einer Haltung im Gebet, das heißt offen für ihn und offen für deine Mitmenschen. Sei gewiss, du bist geliebt und du bist gesegnet. Amen.